Hallo, Comic-Leser und Leserinnen. Hannes Klesse, mein Name, Comiczeichner. Und ich dachte, ich schaue mir mit euch mal Michael Turner an. Ja, Michael Turners Phantom. Habe ich erworben, habe ich exakt noch nicht so richtig durchgelesen. Gehört eher zu den Comics, die ich durchblätter. Ja, nicht aus mangelndem Respekt, sondern weil ich mich einfach ja voll von diesen Zeichnungen inspirieren lassen möchte, berieseln lassen möchte und die Geschichte mich jetzt eigentlich gar nicht so sehr mitreißt. Auf jeden Fall, weiß nicht. Aber natürlich muss vorher immer einmal kurz die Werbung stattfinden. Hier, schaut mal, es gibt auch immer mal Variant-Cover zu meinen Comics. Hier zum Beispiel das Variant-Cover von der Nummer 6. Das hier war das reguläre Comic-Cover. Ja, das hier ist das Variant-Cover. Von der Nummer 6 gibt es noch ein paar, ja, die lasse ich dann immer in begrenzter Stückzahl drücken und dann sind sie irgendwann auch vergriffen. Ja, genau. Starchild, meine eigene Sci-Fi-Fantasy-Serie. Ich bin sehr stark geprägt von den Zeichnern der 90er, auch ein bisschen der 2000er. Das hier ist, glaube ich, schon aus den 2000ern, muss ich da mal nachgucken. Genau, deswegen ist da so ein bisschen der Stil, findet sich darin wieder. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei meinen Comics. Ja, schreibt mich an, guckt auf meinen Kanälen die Trailer, da seht ihr dann schon ein bisschen was davon. Genau, ansonsten schreibt mich an oder guckt in Comicshops. Vielleicht habe ich auch was unten in der Videobeschreibung verlinkt und über den Verlag The Next Art gibt es auf jeden Fall meine Comics. Ne? So, schauen wir uns mal jetzt den guten Michael Turner an, der ja leider schon verstorben ist. Mitte 40 war, glaube ich, also ungefähr mein Alter jetzt. Und er hat einen starken Eindruck hinterlassen in der Szene. Ja, er hatte mit relativ wenig Material, also er hat jetzt über die Jahre, die er eben bekannt war, ja eigentlich jetzt gar nicht so viele Serien gezeichnet. Ich verbinde ihn vor allem eben mit der Supergirl-Story in der Superman- und Batman-Serie. Da ist er mir so richtig auf den Radar gekommen. Dann hat er eben, glaube ich, einige Hefte und vor allem Cover für Marvel gezeichnet. Und das hier ist eben seine eigene Serie. Ach, und groß wurde er ja bei einem dieser Image-Abteilungen. Was hat er da gezeichnet? War das Tomb Raider oder sowas? Naja, schreibt es in die Kommentare, das wissen manche sicherlich besser als ich. Michael Turner, ja. Und das hier ist, wie gesagt, sein eigenes Projekt und ich glaube auch sein erstes eigenes. Auch das gerne korrigieren in den Kommentaren. Und wir sehen es schon am Cover, dieser Typ ist crazy. Ja, finde ich. Also alleine, wie viel Mühe er sich dafür das Wasser gegeben hat. Ne? Wir alle Zeichner mögen ja eigentlich immer meistens gerne Menschen zeichnen. Ja, die Dynamik von Menschen, Körper, das ist so das, was, also ich jedenfalls und ganz viele andere Zeichner, die ich kenne, was sie einfach genießen zu zeichnen, weil man damit irgendwie loslegt am Anfang. Und deswegen habe ich immer höchsten Respekt, wenn dann Leute da so Detailreichtum, Verliebtheit in ja, in so Strukturen einfach nur setzen, ja, also Wasser, einfach nur in diese Wasserstruktur, höchsten Respekt, sieht super aus. Ja, und ansonsten war er natürlich bekannt für seine männlichen und weiblichen Körper, denen er eben eine ganz eigene Ästhetik verpasst hat. Ich würde sie nicht unbedingt als naturalistisch bezeichnen, ja, ich würde sie, also da ist zum Beispiel ein Mark Silvestri für mich näher dran an der tatsächlichen echten Anatomie, sondern er hatte so eine Mischung aus so übertriebenen Manga-Körpern, ja, diese extrem langen Beine, gerade bei den weiblichen Körpern, dieser kurze Oberkörper, ja, sehr lange Arme auch, also das ist, wenn man das jetzt mal in echten Menschen so sehen würde, das würde nicht funktionieren, ja, und so auf den Zehenspitzen geht auch kein Mensch, ja, am Strand, aber das ist eben, wie gesagt, so eine Mischung aus amerikanischer und japanischer Manga-Ästhetik. Also das hier, oh, also Wahnsinn. Was soll ich dazu sagen? Schaut es euch einfach an. Diese, was ich eben meinte, wie viel Mühe er da in diese Hintergründe steckte. Oder hat er einen Hintergrundzeichner? Vielleicht
Habe ich da ja was übersehen? Nee, Bleistift steht hier, nur Michael Turner. Und die Farben wollen wir natürlich auch kurz respektieren, ja. Jonathan D. Smith, Steve Furchow und Richard. Was? Trinovi. Sorry, also falls ich da irgendwas nur annähernd richtig ausgesprochen habe, hoffe ich. Genau, die Tusche dann eben. Was ist da eigentlich genau der Unterschied? Also manches wird getuscht und dann wird nochmal Computer bearbeitet wahrscheinlich. Also Farbe ist dann eben Computerbearbeitung, gehe ich mal von aus. Und Tusche ist dann eben das, was da wirklich mit einem Pinsel oder mit einem digitalen Pinsel bearbeitet wurde. Ja, vielleicht. Und die haben dann eben nur noch Filter drüber gelegt. Auch das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn es jemand besser weiß. Joe Weems V und Victor Lamas. Doppel L. Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Man kennt so viele Künstler nicht, ja. Es gibt so tolle Künstler. Ich kenne mich eigentlich nur mit den Zeichnern einigermaßen aus und dann halt eben einige Autoren. Was ist das denn hier auch, ne? Hier, was für eine schmale Hüfte, was für lange Beine, ja, was für ein übertriebener Arm im Vergleich zum Torso, der dann ja nur hier irgendwo hier oben sitzt. Völliger Quatsch anatomisch, aber es sieht super aus. Ja, und das ist eben halt Michael Turners Ästhetik. Diese. Und das zieht er halt eben durch, ja. Und dadurch nimmst du es halt an. No. Diese, also er hat immer, das habe ich mir zum Beispiel immer versucht von ihm abzuschauen, wenn ein Körper einfach nur steht bei ihm und man sich ein bisschen mit Anatomie auskennt und die Wirbelsäulenform und so weiter, was ich notgedrungen beruflich tue, dann erkennt man das hier zum Beispiel, das ist ein sportlicher Körper. So steht ein sportlicher Körper. Der hat immer ein bisschen Kontraktion in der Bauchmuskulatur. Das Becken ist vorne eher nach oben gekippt. Und der Hintern zieht das Becken auf der Rückseite nach unten und ist dann halt eben leicht kontrahiert. Und das zeigst du eben mit dieser Körperhaltung. Und das gefällt mir richtig gut. Ja. Was da jetzt passiert, boah, keine Ahnung. Also irgendwie eine Frau ist am Surfen und trifft dann irgendwie auf Unterwasserwesen oder so. Vermutlich. Aber wichtig ist doch nur, dass die Unterwasserwesen verdammt cool aussehen, ja, verdammt in Shape sind. Ne, das Sixpack ist bei ihm immer super symmetrisch, die Gesichter sind bei ihm immer super symmetrisch. Das ist für mich typisch Michael Turner. Er wird ja, manchmal wird diesen 90er-Jahr-Zeichnern, also Michael Turner vor allem nachgesagt, dass er eben vor allem so ein, ja, böse gesagt, so ein Bunny-Zeichner ist. Aber das würde ich nicht sagen, sondern er ist ähnlich wie ich. Er zeichnet einfach gerne Körper und entwickelt da gerne eine hohe Ästhetik. Ja, weil er zeichnet genauso gerne Männer, glaube ich. Also die Buddies. Oder wie sagt man das? Naja. Ja, also auch hier den Raum für die Farben, den er da gelassen hat. Ja. Für eine entsprechende Beleuchtung. Die Seitenaufteilung, ja. Also, dass er da immer. Das haben eben halt auch die 90er-Jahre-Zeichner so etabliert, dass sie. Natürlich haben sie kleine erzählerische Panels, aber sie haben auch auf jeder Seite irgendwelche größeren Highlights. Das ist manchmal eben hier eine ganze Figur oder hier eben, wo irgendwas Krasses sogar passiert. Und manchmal ist es auch einfach nur irgendwie ein Kopf. Das ist. Ja, da sind sie komplett frei, die springen da hin und her. Also, es ist nicht nur er, Marc Silvestri. Dale Keown, ja. Todd McFarlane hat damit vielleicht sogar so ein bisschen losgelegt damals. Ah, ganz, ganz stark. Also da ist auch, ne? Jede Seite ist ein aus Comic-Fan-Sicht ein Gemälde. Und ganz, ganz großen Respekt, wie gesagt, auch an die Koloristen. Egal, ob das jetzt irgendwie handwerklich oder mit Computer, also man sieht natürlich, da war viel Computer im Spiel. Also ob da noch irgendwer einen echten Pinsel in der Hand hatte, ich weiß es nicht. Aber es sieht einfach super aus. Okay, hier kommt jetzt ein Shot in die Vergangenheit, ja. Alles ist im Gelbfilter, so wie vergilbtes Filmmaterial oder so. Ja. Also hier, ne, wenn wir von Details reden. Der Flugzeugträger, wie stark der ausgearbeitet ist.
die übliche Splash-Page. Und hier haben wir hier irgendwie ein schönes Poster. Oder was habe ich hier? Ah, ja, okay. Na. Das ist die deutsche Ausgabe vom Infinity Verlag, den es, glaube ich, nicht mehr gibt. Okay. Michael Turner ist übrigens ja nicht immer der Allerkreativste, also würde ich mal sagen. Ja? Also er hat ganz oft eben einfach den von vorne den Blick aufs Gesicht und so weiter. Also das heißt, das ist dann eben auch nicht große Variation in sowas, aber dadurch, dass er natürlich in anderen Panels dann auch einfach so sehr sich in Details verarbeitet oder eben dann hier auch in die Strukturen, dieser Typ eben noch um den Hals trägt, ist das halt völlig in Ordnung. Ja? Und es bringt halt, wie gesagt, immer diese einzigartige Michael Turner-Ästhetik mit. Vielleicht ist sie gar nicht so einzigartig, ja. Viele haben sie ja auch eben angefangen, so nach und nach zu kopieren. Und auch er hatte natürlich seine Vorbilder, wie zum Beispiel, also ich würde mal vermuten, dass da steckt schon Marc Silvestri mit drinne. Der hat ja vor ihm angefangen, meines Wissens nach. Aber trotzdem hat Michael Turner irgendwie dann nochmal so eine ganz eigene Körperstruktur in seinen Comics erschaffen, die er ganz konstant beibehalten hat. Ja, hier auch, wie viel Mühe er sich da reinsteckt. Mann, Mann, Mann. Das, und genau dafür habe ich mir die Comics geholt, um mich davon inspirieren zu lassen und eben mir auch selber dann mehr Mühen immer mehr zu geben in solchen einzelnen Strukturen. Auch wenn ich da noch nicht auf diesem Level bin, das ist mir natürlich selber klar. Und vielleicht auch nie sein werde, aber Michael Turner, ganz starker Junge, ja, schade, dass er eben nicht mehr da ist und keine weiteren Comics zeichnen konnte. Ich hätte mir gerne noch ein paar von seinen Sachen angeschaut, einfach nur angeschaut, ja, dafür sind seine Comics da, denke ich. Ja, vielleicht werde ich auch irgendwann mal diese Geschichte komplett lesen und nachvollziehen, aber ich habe, als ich mir die gekauft habe, habe ich, glaube ich, das erste Heft irgendwie gelesen und habe dann ziemlich schnell gemerkt, nee, das ist nicht unbedingt mein Erzählstil, ja, aber das Angucken, also mein Anguckstil ist es. Gut, das war es dann erstmal für heute. Ja, also schaut mal rein, wenn ihr auf so 90er-Jahre-Kram steht, dann bei Michael Turners Fathom oder eben natürlich auch gerne hier bei Hannes Klesse Starchild. Schönen Tag noch, viel Spaß beim Comic-Lesen und vor allem natürlich beim Indie-Comic-Lesen.